So, liebe Leute, weiter geht's heute mit den Racern und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ja, was haben wir denn Schönes heute? Gucken wir mal gerade. Ja, wir müssen es eh fahren, ne? Ja, machen wir es doch. Widerstand gegen die Festnahme. Wir müssen es irgendwann fahren. Wir haben auch das 31-Kilometer-Rennen. Ich denke, dass wir das vielleicht sogar noch heute oder fahren. Ich muss es vergucken, wie ich das irgendwie mache. So, wir haben einige Fahrzeuge zur Auswahl. Wir haben den Kunden da, den. Ich glaube, den Gallardo. Das ist, glaube ich, so das Sinnvollste gerade. So. So, okay. So, haben wir ein bisschen Action hier. Unser Ziel ist es, Platz. Wir müssen Platz 3 holen. Es sind einige Autos auf der Strecke. Wir haben natürlich die volle Einsatzbreite. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position einhalten. Scheiße! Ja, ich dachte, der reißt mir die Lücke genauso weiter auf, weil ich. Verdächtiger hat einen Unfall, Oh, da hat auf jeden Fall irgendwas erwischt. Ja, momentan noch P4 nur. Zentrale Sicherung Genehmigung für EMP-Einsatz. Luftunterstützung an alle Einheiten. Das Kommunikationssystem ist gestört. Ist jetzt mal der Störsender, eigentlich. Einleiten. Oh, das war ein EMP-Takedown. Schau mal hier, Mercedes, SLS AMG. Doch gar nichts. Auf jeden Fall über den Unfall schon mal ein Tor getan. Erster und der holt sich den Lambo hinter mir. Auf jeden Fall hat er. Oh, da hat ein Mercedes, euch. Einsatzbereit. Bestätigt der Einsatzbereit des Nadelbandes eurer Position. Wachen Sie auf.
der Sender ist definitiv weg. Okay, das war nicht ich, das war ein anderer. Das war der Mercedes. Und dann führen wir dann noch 8 Kilometer vor. Wir haben ihn verloren. Ach, dieser Scheiß, diese scheiß Straßensperre. Ich kann mich in die Hütte rein. Oh, da fliegt aber einiges gerade durch. Werde Kollision. Dieses Fahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Der nächste weg. Verdächtiger hat mich gerannt. Verfolgung eines silbernen Lamborghini. Das ist nicht wahr, den krieg ich. Der haut mich da genau noch in die Ecke. Ich, das Problem ist, ich komme nicht in die Straßensperre durch. Der Richtige hat die Straßensperre. Die kommt dann aber noch ausgerichtet. Wenn er gleich mit ab und fährt. Mein Ziel ist es, das Ding vielleicht zu gewinnen oder zumindest. Zumindest auf den Top 3, den Top 3 zu fahren. Da hast du gerade deinen eigenen Mann ausgeschaltet, mein Freund. Ich habe ganz egal gerade. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Oh, tschüss. Jawohl, haben wir es auf Gold. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, sehr gut. Eigentlich haben wir nicht große Probleme gehabt. Wir haben noch über die Hälfte der KP, der unserer Lebensenergie gehabt. Damit sollte das ohne Probleme geschafft sein. So. Okay. Turbo Stufe 2 haben wir mittlerweile freigeschaltet. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Welchen Supersportwagen man auch fährt, es gibt immer Situationen, in denen man noch einen Zahn zulegen muss. Unsere neueste Turbo Drive Technologie bringt atemberaubende Leistung und verschafft den extra Kick, um sich im Fall der Fälle der Verkehrspolizei zu entziehen. Und ein neues Auto haben wir dazu gekriegt. Eine Corvette ZR1. Der Exotenserie. Yay. So, einen haben wir noch. Ich mache ja immer 2 Stück pro Folge. Aber die erste. Hier ist noch ein Rennen, 31,5 Kilometer. Das mache ich in der nächsten Folge. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch irgendwie was haben, was wir noch nicht abgearbeitet haben. Ansonsten müssen wir es tatsächlich machen. Moment. Aber nicht noch irgendwie was Schönes, was heißt Langweiliges, Langsames. Oder von der Zeit her. Hey, das ist ein Kopf, das ist unwichtig für uns gerade. Ich befürchte, dass wir was machen müssen. Hier haben wir ja einmal komplett alles durch. Das ist das Wichtigste. Ja, da müssen wir was dran machen. Ist halt so.
31,5 Kilometer, die uns jetzt ins Haus bevorstehen. Naja, ändern kann man es eh nicht. Sunset Racer. So, die Frage ist, wie sieht es momentan aus, was die Runden betrifft, was die Gegner betrifft. Ich hoffe nicht, dass wir wieder mit 8 sind, wenn wir zu 15, wie jetzt gerade, oder 14, ist es in Ordnung, weil dann brauche ich zumindest mal ein Auto hinter mir zu lassen, um das Ding zu schaffen. Aber, wie gesagt, es kann auch alles passieren. Ich bin ja auch, das ist wieder zu 8. Audi A8 und so dabei. Ja, natürlich. Wir haben nur, also in keine Verfolgungstechnologie, das heißt, wir haben auch keine Kopfgegner. Ja, wir müssen es halt eh fahren, das ist das Problem an der Sache. Ja, wir haben ja nur 7 momentan. Ach, wie geil, dass die alle vor die Abkürze gezogen haben. Ach, schön, ich war dran und nur. Da war mal hier Erster vorne. Ich werde mal vorbei. Mal den Windschatten hier von der Weiber mit. Und dran sind wir leider nur auf Platz 8, das heißt, es ist besser. Aber ich bin schon noch ein ruhiger sein. Ich will das Ding ja gerne beim ersten Mal schaffen. Also wir müssen dritter werden. Das ist das Wichtigste, was ich gesehen habe. Ja, die zwei Führenden sind schon hart, aber da vorne ist ja der ja momentan der Drittplatzierte, den will ich immer noch, das sehe ich zwar. Die zwei hier vor mir noch. Das ist der Corvette, das ist der Audi A. Und davor ist noch irgendwas Schöneres. Dann haben wir auch wieder 90 Kilometer davon. Aber ich konnte momentan auch keine Möglichkeit, da irgendwie mal dran zu gehen, weil die Menschen von der Fächer wegziehen und da hinten kommt noch die Weiber angezogen. Der A.
ist momentan der 5-Platzierte. Alter. Da kommst du mal nicht. Du kommst momentan nicht mal in die Position, da irgendwie was zu machen. Die sind zu dritt da vorne weg. Das ist das Problem momentan, dass ich nichts machen kann. Ich komme momentan nicht in die Position. Keine Chance. Ah ja! Im Zweifel fährst du mir doch in die Karre, du Idiot. Ich habe keine Chance daran, dem jetzt gerade hinterher zu gehen, da vorne. Ich habe momentan fast 10 Sekunden auf den Akten, also 8 Sekunden auf den Akten. Ich kann nichts tun. Ich habe noch 8 Kilometer und komm. Geh mir nicht auf den Sack. Bitter ist es natürlich zu dritt davor, der wegfahren hier. Dass ich eigentlich gerne mal irgendwie die Möglichkeit hätte, wieder reinzukommen in dieses Rennen. Der Rückstand ist nur noch 4 Sekunden, also wenn die nicht sich wegfächen, dann haben die da vorne da, die drei da vorne im Stand weg. Ich muss ja nicht nur das Ding auf, ich will ja nicht nur auf Gold, also ich will schon auf Gold, da, aber ich muss es halt irgendwie versuchen, dass ich den, ich komme nicht hinterher, ich habe keine Chance, also 8 Sekunden momentan, ich habe 8,4. So, wenn der nicht jetzt irgendwie mal so lange weghaut würde, dann war's das. Das war's. Da stehen wir schön noch in der Wand, wird mich nicht wundern, wenn er nicht noch. Das war der DBS, wo der Erste. Keine Chance. Keine Chance, da irgendwas zu reißen. Die haben keinen Fehler davon eingebaut. Und ich wurde nur Fünfter. Hart. Das ist hart. Den hätte ich so gerne mitgenommen, denn das Rennen. Aber wir hatten ja nicht den Hauch einer Chance, da vorne irgendwie auf 3 zu kommen. Dann kriegst du noch die Scheiße, den Rammstoß damit, dass du dann in die Wand fährst. Das Auto halten. Naja, vielleicht war der Porsche nicht das beste Auto. M6 Kompatibel haben noch freigeschaltet. Ja, das können wir jetzt eh nicht machen. Wir müssen es ja dann immer nochmal neu fahren. Wir fahren aber nicht jetzt. Das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Racer-Folge. Bis dahin, tschüss.